Zu der Seite sieht es ja schon ganz gut aus. Hallo erstmal. Dort im Hintergrund ein Wasserfall, hier Felsen, die Mülltonnen blenden wir mal aus, eine schöne kleine Holzhütte. Hier geht es weiter mit dem Wasserlauf, der sich da vorne runterstürzt, aber schaut euch mal dieses Massiv im Hintergrund an. Ich bin da schon an etlichen vorbeigefahren, auch an etlichen Wasserfällen, aber es gab keine Haltemöglichkeiten. Unglaublich. Ich habe die Kamera mal wieder einfach aus dem Fenster gehalten und fotografiert. Das gleiche vorhin auf der 134, also die E134 war gesperrt und man wurde geführt über eine alte Passstraße. Auch da habe ich nur Fotos gemacht, immer mal wieder. Ja, es ist einfach unglaublich. Jetzt gerade stehe ich einfach hier in so einer Ecke und wollte mal so ein paar Meter zu Fuß gehen, was sich hier so ergibt, und habe schon so einiges wieder gesehen. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran. Ich möchte da nicht runtergehen, weil das doch alles sehr rutschig und nass ist. Aber man sieht ja auch so, wie schön es ist. Und hier das Ganze noch mal halbwegs von vorne. Für mich einfach ein Traum. Und hier ein paar Meter die Straße hoch. Der nächste kleine Wasserfall. Das Ganze wird gespeist. Ich zoome mal, ihr seht es aber auch so wahrscheinlich schon. Von dem da oben. Und da wollte ich eigentlich anhalten, irgendwo, um da hinzukommen. War mir aber nicht möglich. Leider. Ich werde nachher mal online schauen, ob es da irgendwie einen Weg hin gibt. Aber das sah nicht so aus, als wenn das irgendwie begehbar wäre. Nochmal eine Aufnahme frontal. Selbst die kleinen Wasserläufe hier so am Wegesrand, wo ich gerade hochgehe, sind definitiv sehenswert. Ja, ich habe jetzt einen Punkt gefunden. Hier ist so ein Wasserkraftwerk. Oh, der Wind pfeift. Ich hätte mir doch noch was Warmes anziehen sollen. Auf jeden Fall kann man ihn so, glaube ich, ganz gut erkennen. So runterläuft. Wunderschön. Die Natur ist echt einmalig. Jo. Und ich würde sagen, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin aus Norwegen. Macht's gut, euer Markus.